Eigentlich war dies der erste Test, den ich gemacht habe. Nachtaufnahmen mit der Browning gegen die T100. Die T100, weil sie bisher meine beste Kamera, was Videoauflösung angeht, war. Und hier sehen wir unseren Hausstatisten. Genau dort haben wir die Aufnahmen gemacht. Mein Steinmarder. Und nun zum Test. So, der beobachtete Feld liegt da hinten. Und ich habe jetzt die Kampak ein kleines Stückchen nach vorne gerückt. Und die Dark Ops steht weiter hinten. Dann schauen wir mal. Nach dem Test hier schon die ersten ernüchternden Ergebnisse. Das sind nun die beiden Verzeichnisse nach dem Test. Ich habe den nachmittags aufgebaut. Und links auf dieser Seite finden wir die Aufnahmen der Browning. Und wir sehen, sie hat durchweg gute Aufnahmen gemacht. Es ist jedes Mal was gelungen. Rechts sehen wir die Aufnahmen der Kampak T100. Und da stellen wir fest, dass über Tag Aufnahmen gemacht wurden oder am Abend. Und in der Nacht sind ganz viele schwarze Aufnahmen. Das heißt, eigentlich hat sie was aufgenommen. Man sieht auch so im Hintergrund irgendetwas. Und hier bin ich dann erstmal davon ausgegangen, dass die Kampak irgendeinen Fehler hat. Hier sehen wir die Aufnahmen im Vergleich. Rechts die Browning, links die Kampak. Die Browning macht eine sehr gute Tonaufnahme. Und jetzt zuhören. Hast du dieses Klacken gehört? Das ist das Einschalten der Kampak. In dem Moment schiebt sie den Filter für nachts vor die Linse und löst dieses Geräusch aus. Kommt jetzt gleich nochmal. Wen wundert, dass unsere Wildtiere dabei aufschrecken? Und das war einer der Gründe, die Browning zu kaufen. So, und rechts im Bild jetzt Videosequenzen, wo die T100 schwarze Bilder produziert. Hier dachte ich noch an einen Fehler der T100. Schauen wir uns die Aufnahmen einmal genauer an. Der erste Teil sind Videos, die ich noch am Abend aufgenommen habe. Das ist jetzt die Browning und man sieht auch hier relativ viel Kontrast in dem Bild. Wobei wir später feststellen werden, dass die Tagesbildaufnahmen der Browning wesentlich besser sind als die der Kampak-Modelle. Schauen wir uns die gleiche Szene gefilmt mit der Kampak an. Wir sehen in der Mitte wieder das typisch Kampak-Problem. Eine deutliche Überzeichnung, sehr viel zu hell, wirkt dadurch milchig und kontrastarm. Und wir sehen hier den Ausschnitt, den die Browning aufzeichnet. Und das Bild, was die Kampak aufzeichnet. Den glaube ich. Den glaube Die sehr guten Tonaufnahmen der Browning konnten wir sozusagen als Abfallprodukt während unseres Tests feststellen. Und hier sind wir jetzt bei mir im Grundstück und filmen den Steinmarder, der jeden Abend kommt. Die Browning hatte den zu erwartenden Zoom-Effekt, also die Bildausschnittsvergrößerung, die durch die andere Aufstellung nicht kompensiert wurde. Die Browning überraschte mich in dieser Aufnahme mit deutlichen Schwächen in der Schärfe. Rechts und hinten ziemlich unscharf, links der Busch ist relativ scharf. Bei der Kampak scheint das Ganze etwas ausgeglichener zu sein, allerdings ist es hier wieder mit dem Licht etwas überbelichtet. In den folgenden und ähnlichen Aufnahmen immer wieder die gleiche Situation. In der Distanz von ca. 2,70 m. Deutlich besseres Bild bei der Kampak. Man kann unseren Statisten da wirklich besser sehen. Und hier die beiden Geräte dann mal nebeneinander. Auch hier überzeugt eigentlich die Kampak. Je später der Abend, je dicker die Gäste. Eine unserer Nachbarskatzen kommt zu Besuch. Und das ist auch ganz gut so, denn so können wir uns dieses Bild auch noch anschauen. So, das waren die zu vergleichenden Aufnahmen. Aber
12 von 38 Aufnahmen sind schwarz und hier habe ich zunächst einmal den Fehler nur bei dieser T100 gesehen und daher kam jetzt gleich ein Test nach dem Test und zwar Browning gegen alle Kameras. Nicht zu vergessen, alle Kameras haben eine aktuelle SD-Karte eingelegt und alle SD-Karten sind in der Kamera formatiert. Ich handhabe das so, dass zu jeder Kamera eine SD-Karte gehört, die eigentlich in der Kamera bleibt. Deshalb liebe ich die Modelle von Campak, da kann ich die alle mit einem Kabel auslesen. Bei der Browning ist es so, muss die Karte entnommen werden. Gut, jetzt gehen wir Futter holen und dann schauen wir, was da hinten los ist. Also zur Hütte sind es, das messe ich jetzt nochmal aus, müssen 2,20 Meter ungefähr sein. Und dann schauen wir mal, ob er ein bisschen klarer dargestellt wird durch die Kameras. Solche Interferenzen gehört habe, dass sich Kameras gegenseitig behindern, habe ich natürlich den Test gleich gemacht mit allen vier Kameras. Wir haben hier die Browning mit 16 Objekten. Wir haben die Campak T80 mit 13 Objekten, die T100 mit 15 Objekten und die 180 ebenfalls mit 15 Objekten. Das heißt, alleine von der Objektanzahl hat Browning die Nase vorn. Schauen wir uns jetzt mal in diesem Folder hinein. Wir sehen, die Browning mit ihren 16 Aufnahmen eigentlich alle Aufnahmen gut gemacht hat. Die sind alle was geworden. Bei der T80 ist es so, dass ein Großteil der Aufnahmen hier nichts geworden sind. Das heißt, 10 von 13 Aufnahmen sind schwarz. Bei der T100 ist das Verhältnis noch größer und bei der T180 ebenfalls schwarze Aufnahmen. Also das zeigt, dass sich die Kameras gegenseitig überschneiden. Und auch hier habe ich jetzt ein paar Aufnahmen ausgesucht, die bei allen gleich sind. Die werden wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Ja, und es tut mir leid, es ist schon wieder der Steinmarder, den wir zu begutachten haben. Aber so gewöhnt man sich auch an die Szenerie und kann sich vielleicht sogar noch besser ein Urteil bilden. Links die Browning und rechts die T180. Ja, und schon wieder der gleiche Vergleich, also die gleiche Szenerie und die gleichen Kameras. Das liegt aber auch daran, dass die Aufnahmen, die die anderen gemacht haben, nämlich T80 und T100, nicht zu den Aufnahmen der zu vergleichenden Browning passen. Ich werde auf alle Fälle den Kundenservice der Firma Wildlife Monitoring Solutions, wo ich die Kamera her habe, bitten, sich die Aufnahmen anzusehen. Denn wenn ich die Aufnahmen von Klaus von Wilde Natur in NRW als Vergleich heranziehe, könnte man vermuten, dass ich wieder ein Montagsmodell erwischt habe. Ja, und ich habe es schon erwähnt, die Kamera wurde angeschafft, um mir bei der Suche nach der Wildkatze in unserem Gebiet zu helfen. Und hier kommt es auf gute Darstellung in der Nacht, keine Geräuschentwicklung und natürlich No-Glow an. Diese letzten Anforderungen erfüllt die Browning ohne Zweifel. Und letzte Gewissheit wird der nächste Test geben, nämlich die Browning im freien Feld. Und hier noch ein Vergleich mit der T100, der zufällig geklappt hat. Auch hier sehen wir die Browning etwas schlechter als die T100 auf der linken Seite. Dieser Nachttest war also nicht überzeugend, denn es bestehen Fehler. Und von daher habe ich die Kameras neu aufgestellt. Hier sehen wir sie schon. Ich habe sie nun seitlich im Grundstück mit gehörigem Abstand zueinander aufgestellt. Hier die Browning Dark Ops und dann die T180. Die 100 und die 80 und ich werde in dieser Aufstellung einen Nachttest machen, um zu sehen, ob die Kameras eigentlich fehlerfrei arbeiten und werde bei dieser Gelegenheit gleich auch einen sogenannten Delay-Test, also den Test machen, wie lange braucht die Kamera, um ein neues Bild auszulösen. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für den Daumen hoch und bis bald.